Ja, Julian, schön, dass du es geschafft hast, mal vorbeizukommen. Ja, danke. Vielleicht könntest du dich erstmal ganz kurz vorstellen, so ein bisschen für die Leute, die jetzt nicht so fußballaffin sind. Mein Name ist Julian Winterschmidt, ich bin 23 Jahre alt und spiele beim FC Karl Zeiss Jena Fußball. Bin ausgeliehen vom FC Augsburg und ja, habe jetzt die ganze Saison hier in Jena verbracht. Und viel mehr gibt es eigentlich gerade nicht zu sagen. Wir sind ja jetzt hier im Galaxy, sitzen auf dem Fünfer. Es gibt ja einen Kooperationsvertrag zwischen Galaxy und FC. Wie weit könnt ihr das nutzen? Ja, wir haben Karten innerhalb der Mannschaft, die wir untereinander verteilen können. Und ja, nach Spielen oder sowas steht für uns die Sauna-Landschaft und glaube das ganze Pool-Bereich auch zur Verfügung, wo wir dann perfekt eigentlich regenerieren können. Du hast gesagt, du bist ja relativ spät in der relativ zum Ende der Wechselperiode gekommen, hast aber trotzdem schon 21 Spiele gemacht. Du kommst ja von einem großen Verein, von Augsburg. Vielleicht könntest du mal aus deiner Sicht beschreiben, wie nimmst du den FC Karl Zeiss Jena so wahr? Wie sportlich, ja, in erster Linie auch sportlich? Ja, ich bin ja relativ spät gekommen, wie du schon gesagt hast. Da waren wir, glaube ich, Tabellenletzter mit dem verkorksten Derby gegen Erfurt. Da war natürlich erstmal richtige Scheißstimmung angesagt, aber die Wochen danach haben wir uns alle zusammengeraucht. Ich wurde mega gut empfangen innerhalb der Mannschaft. Wir haben auch eine richtig starke Leistung angebracht. Die englische Woche mit Meppen, Würzburg und Münster, was dann auch gleich im ersten Heimsieg endete, war für uns eigentlich richtig stark. Und ja, so haben wir es dann langsam hinbekommen durch Leistung und durch konstante Leistung über die Hinrunde hinweg uns eigentlich zum Klassenhalt sozusagen zu spielen. Da ist man noch nicht eingetütet, aber wenn man jetzt die Tabelle sieht, mit den drei Nachholspielen, die wir jetzt haben, stehen wir eigentlich richtig gut da. Du hast gerade gesagt, es ist schon relativ Abstand zu den Abstiegsrängen. Trotzdem ist alles ziemlich eng in der dritten Liga. Was glaubst du, wie viele Siege braucht ihr noch, um den Klassenhalt wirklich sicher zu machen? Ja, ich würde sagen, dass wir mit 40 Punkten eigentlich den Klassenhalt haben. Ja. Dafür brauchen wir jetzt noch 2 Siege und vielleicht irgendwo noch einen Unentschieden. Aber mit 3 Nachholspielen denke ich, dass wir da eigentlich alles selbst in der Hand haben und die besten Chancen eigentlich haben. Und wenn wir uns normal anstellen und unsere Leistung wirklich bringen, so wie wir das letzte Woche auch gemacht haben, dann sollte da eigentlich nichts dazwischen stehen. Wie bewertest du die sportliche Situation persönlich für dich? Du bist Stürmer, du hast 3-mal getroffen, 1 Vorlage, ist jetzt keine so überragende Quote für einen Stürmer, aber ist ja im Zweifelsfall auch nicht alles, was zählt. Nee, also klar hätte ich gern öfters getroffen. Stürme wird an Toren gemessen, das weiß ich auch. Aber wenn man mal sieht, glaube ich, wie meine Leistungen waren, seitdem ich da bin, dann gehe ich schon stark davon aus, dass das auf jeden Fall passt, weil ich arbeite viel für die Mannschaft. Vielleicht fehlen mir dafür 1-2 Meter vorm Tor, um den entscheidenden Ball dann vielleicht noch zu erwischen oder richtig zu stehen. Aber man muss auch sagen, dass ich, glaube ich, ziemlich gute Leistungen gebracht habe und die Mannschaft da auch profitiert hat. Da verspricht ja allein die Zahl der Spiele, die du gespielt hast. Ich denke, hätte ich schlechter gespielt, hätte ich auch nicht so oft gespielt. Wahrscheinlich, ja. Vielleicht noch, wie sieht es bei dir aus, deine Planung über die Saison hinaus? Bist du da schon so weit oder sagst du erstmal warten und dann schauen, wie es aussieht? Ich habe noch 2 Jahre Vertrag in Augsburg, das ist Stand jetzt. Und es sind jetzt immer noch 10 Spiele für uns. Das ist ziemlich viel. Und ja, darüber mache ich mir jetzt eigentlich noch nicht so viele Gedanken. Naja, dann drücke ich mal die Daumen auf jeden Fall. Ich denke, dass ihr es schafft. Dass wir hoffentlich auch mal wieder spielen. Ja, dass ihr hoffentlich irgendwann mal wieder spielt. Na, jetzt sitzen wir auf dem Fünfer, nicht ohne Grund. Das heißt, jetzt springen wir hier runter, oder? Kann man machen. Alles klar. Schön.